Die Joynext Arena zeigt endlich ihren Namen. Nachdem die Eis Arena bereits seit Januar ihren neuen Namen hat, wurde in dieser Woche das Arena-Logo an der Außenfassade angebracht. In großen Lettern prangt nun der neue Name Joynext Arena sowohl auf der Nord- als auch auf der Südseite. Am Mittwochabend wurde der Schriftzug mit einem kleinen Feuerwerk eingeweiht. Die offizielle Vorstellung folgte einen Tag später am Donnerstag. Also mich persönlich macht das sehr stolz und ich kann auch sagen, dass es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Joynext GmbH ebenfalls sehr stolz macht. Wir wissen, dass hier ein extremer Durchlauf ist pro Jahr. Ich habe gehört, circa 1 Million Menschen, die hier in, um und an der Joynext Arena dann quasi einen Durchlauf haben. Insbesondere macht mich auch stolz, dass wir langsam aber stetig die Technisat als ich sage es mal, Urgestein hier in Dresden durch die Joynext GmbH abgelöst haben. Wir sind mittlerweile sehr erfolgreich. Wir brauchen dazu gute, motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiter. Und deswegen macht es mich jetzt, wie gesagt, sehr stolz, dass wir jetzt seit einem halben Jahr mittlerweile unseren Namen Joynext an der Arena hängen haben und damit sehr prominent in Dresden und über Dresden hinaus in Sachsen bekannter werden. Darüber hinaus profitieren nun auch die Dresdner Eislöwen vom Namensgeber. Die Joynext GmbH wird Premium-Partner der Blau-Weißen. Es hat ein paar wenige Sekunden gedauert, nachdem wir dann die Erstgespräche hatten, ob wir denn bereit sind, willig sind, die Eislöwen zu unterstützen. Sind wir in der Tat, zumal es eine Win-Win-Situation ist über die Joynext Arena. Ich sage mal, auch der Stadt Dresden hier zu unterstützen mit unseren Namensrechten und als Ankermieter die Eislöwen damit direkt auch unterstützen zu können. Freuen wir uns sehr darüber. Joynext bietet intelligente Lösungen für vernetzte Fahrzeuge. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Datenkommunikation des Fahrzeugs mit mobilen Geräten, zum Beispiel Smartphones, anderen Fahrzeugen oder Anlagen der Infrastruktur sowie der Neu- und Weiterentwicklung cloudbasierter Dienste. Weltweit ist Joynext an 7 Standorten präsent. Die Entwicklungs- und Innovationszentren befinden sich dabei in Dresden-Merbitz und in Ningbo in China. Die Eislöwen sind froh, mit Joynext einen starken Partner aus der Region gefunden zu haben. Ja, genau, das ist ja sozusagen unser Highlight des heutigen Tages. Neben der Enthüllung des Logos dürfen wir uns glücklich schätzen, mit Joynext einen nächsten Premium-Partner verkünden zu dürfen. Das macht uns sehr stolz. Das zeigt uns, dass auch die regionalen, aber national wirkenden oder international wirkenden Unternehmen auf die Dresdner Eislöwen aufmerksam werden. Wir hatten jetzt gerade eben schon in den Ansprachen des Geschäftsführers und andernfalls auch von Herrn Dr. Lames. Ich glaube, wir haben ein Ziel vor Augen, dass wir erstklassig sein wollen eines Tages und die Joynext GmbH, die ist schon erstklassig, die entwickelt natürlich sehr, sehr viel Software in den bekannten Autos und dementsprechend ist das für uns grundsätzlich mit so einer Marke nach außen gehen zu können natürlich sehr, sehr sehr, sehr schön. Auch ein Stück weit macht uns das natürlich am Standort alle sehr, sehr stolz, dass wir zusammen mit denen, mit dieser Gruppe zusammen die Arena sehr wahrscheinlich auch weiterentwickeln können, infrastrukturell zusammen mit der Stadt und unter dem Namen jetzt Joynext Arena erhoffen wir uns für die Eislöwen und für den Standort hier natürlich die nächsten Schritte und die Weiterentwicklung. Und starke Partner helfen für künftige Projekte. So bleibt unter anderem eine 4. Eisfläche sowohl für den Dresdner Eissport als auch die Landeshauptstadt ein wichtiges Thema. Ja, über Weiterentwicklung ist der Stichpunkt schlechthin in Bezug auf die 4. Eiswäsche, in Bezug aber auch auf den Ausbau der Arena im Sommer. Ist es schon immer wieder ein wichtiges Thema, das für uns auch wichtig ist, immer wieder voranzutreiben, zusammen mit der Stadt zu entwickeln, weil immer ein paar Themen sozusagen vielleicht im Raum stehen. Es geht hierbei darum, den Oberrang mit einer LED, mit einer LED-Pendel zu versehen. Es geht darum, Medienplätze zu erweitern, die VIP-Räumlichkeiten zu verbessern und aber auch die Kapazität ein Stück weit zu erhöhen für die Arena und in der Arena, die dann auch die DEL natürlich von uns fordert, inklusive der Änderung des Lichts, damit halt auf dem Eis auch für Übertragungen mehr Licht sozusagen ankommt. Das sind entscheidende Themen, das sind die, die schon finanziell untersetzt sind. Jetzt geht es in die inhaltliche Prüfung und wir hoffen natürlich zusammen mit dem Namensrecht und mit dem Partner Joynext, das in diesem Zeitraum der gemeinsamen Arbeit zu entwickeln und natürlich der fast noch viel entscheidendere Punkt für den gesamten Eishockeysport und für auch den Eishockeystandort Dresden. Wir haben ein 5-Sterne-Konzept, was immer wieder sehr, sehr hoch prämiert worden ist seitens des Deutschen Eishockeybundes. Und ich glaube, jetzt sind wir aktuell von der Gesamtpunktzahl, die wir erreichen konnten, Zweiter in ganz Deutschland. Es ist für uns
schon ganz entscheidend, glaube ich, aus diesen Möglichkeiten, die wir hier im Sportpark Ostra haben, mit dem angedachten Perspektivszenario mit der vierten Eiswäsche den nächsten Schritt zu gehen, dass wir noch mehr Trainingsmöglichkeiten haben, dass wir mit der Infrastruktur für unsere Geschäftsstelle, für Kleinigkeiten einfach einen Schritt vorankommen, da wir einfach in der Arena vom Eis, aber auch bis zu der Verwaltungsebene aus allen Nebenplätzen, inklusive der sportmedizinischen Betreuung und all die Dinge, die hinten dran stehen. Und ich glaube, dass wir immer wieder sozusagen für uns persönlich gegenüber der Landeshauptstadt und allen Vertretern ein Stück weit den positiven Druck ausüben, sportlich gesehen erfolgreich zu sein, um dann einfach dieses Szenario relativ zeitnah hinter den Ausbau des Heinz-Steyer-Stadions, Umbau der Gionext-Arena einfach voranzutreiben und umzusetzen.